Hallo, ich bin Carla Knitter und sitze hier auf dem roten Sofa des Bauverlags zusammen mit Ulrich Knaack. Herr Knaack, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Interview nehmen. Können Sie mir sagen, warum beschäftigen Sie sich mit dem Thema der Fassadentechnik? Ich bin ein ausgebildeter Architekt, ich habe Architektur studiert, habe als Architekt gearbeitet und Gebäude, Hülle, Fassaden sind für mich spannend, weil wir Gestaltung, was ja in der Architektur ein wesentliches Thema, ein wesentlicher Treiber neben Funktionen ist, beeinflussen und weil wir Konstruktionen bearbeiten müssen. Und die Verknüpfung von diesen Konstruktiven, den Techniken, die dahinter stecken, in die Gestaltung, das ist ein spannender Bereich, das treibt mich. Und würden Sie mir etwas von Ihren jüngsten Forschungsergebnissen verraten? Ja, jüngste Forschungsergebnisse. Man kommt immer aus so verschiedenen Richtungen, mit denen man sich beschäftigen muss. Wir haben viel so Energiethemen bearbeitet. Gebäude ist logischerweise die Grenze zwischen den Außen. Da müssen wir das energetische Thema steuern. Im Moment geht es mehr in so eine andere Richtung, entwickelt sich in eine andere Richtung weiter. 3D-Drucken ist was mich gerade, habe ich hier auch vorgestellt, ein sehr spannendes Thema. Da passiert viel. Und da arbeiten wir uns so durch die ganzen Materialien durch, die wir da im Moment im Markt haben. Kunststoffe, Metalle, verschiedene Varianten des Druckens im metallischen Beton. Mache ich jetzt weniger, aber sehr viele Kollegen. Ziegel, das ist ein sehr spannendes Thema. Da sehe ich auch sehr viel Potenzial und auch Papier und Glas und Holz als Druckbereich. Und da gibt es in diesen beiden Instituten, in denen ich aktiv bin, doch eine ganze Menge motivierter junger Forscher, die sich in diesen Bereich hinein entwickeln. Das Spannende ist, dass ich eine Konstruktion, eine Technologie mit einer Funktion, einer Gestaltung übereinander bringen muss. Das gibt coole Objekte. Vielen Dank, Herr Knaack. Wir machen hier jetzt weiter auf dem C2-Forum mit weiteren internationalen und nationalen Vorträgen. Kommen Sie doch vorbei!